Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter in Osnabrück. Ich möchte heute zu Ihnen sprechen über ein Thema, das natürlich in der Corona-Zeit besonders hochgekommen ist und das auch immer mal wieder in den Medien auftaucht, nämlich das Thema Einsamkeit. Ja, das ist gerade auch für alte Menschen immer mal wieder diskutiert, ob alte Menschen besonders unter Einsamkeit leiden, ist aber umstritten. Die Forschung bestätigt das eher nicht. Ja, und Einsamkeit ist so insofern ein interessantes Thema, als dass es so quer zu verschiedenen ja, psychiatrischen Diagnosen steht. Also es ist ja keine Diagnose, es ist ja keine Krankheit, Einsamkeit, aber es ist ein wesentlicher Kofaktor für eine ganze breite Palette von psychischen Verfassungen, die durchaus in eine psychische Erkrankung münden können. Man diskutiert heute, ob die Einsamkeit nicht eine unvermeidbare Folge der sozialen Strukturen darstellt, in denen wir leben, eine sogenannte Modernisierungsfolge. In einer Gesellschaft, wo es vor allen Dingen um Selbstständigkeit, um Autonomie, um Eigenverantwortung geht, da sind die Prozesse, die mit gebraucht werden und für andere wichtig und von Nutzen sein, das nimmt eher ab. Ja, also man kann sagen, also Menschen sind eigentlich nur dann nicht einsam, wenn sie von anderen gebraucht werden und wenn sie sich für andere Menschen nützlich machen. Und je weniger das für mein Überleben essentiell notwendig ist, desto größer ist auch das Risiko der Einsamkeit. De facto sind es aber oft die eher am Rande der gesellschaftlichen Primärprozesse stehenden Personen, die von Einsamkeit bedroht sind. Also Menschen, die ein geringes Sozialkapital haben, die arm sind, die wenig gebildet sind, die krank sind, ja, oder eben auch die hochaltrig sind. Interessant ist, dass besonders junge Männer von Einsamkeit betroffen sind. Also vor allen Dingen, wenn sie einen Migrationshintergrund haben, wenn sie an einer deutschen Universität oder Fachhochschule studieren, dann sind gerade es diese jungen Männer, die oft vermehrt von Einsamkeit betroffen sind. Das ist also nicht so sehr ein Thema, das für die alten Menschen besonders charakteristisch ist, sondern wie gesagt, das ist ein Querschnittsthema in der Psychiatrie. Wenn man mal schaut, was versteht man unter Einsamkeit, dann ist es, dass es eher eine subjektive Erfahrungsqualität darstellt. Also sie ist nicht identisch mit sozialer Isolation. Es gibt Menschen, die vielleicht relativ sozial isoliert sind, aber sich trotzdem nicht einsam fühlen. Und es gibt Menschen, die wenig Sozialkontakte haben, aber sich nicht unbedingt einsam fühlen. Und umgekehrt Menschen, die sehr viele Sozialkontakte haben, aber trotzdem sich einsam fühlen, weil die Sozialkontakte, die sie haben, für sie nicht befriedigend sind. Also, was fehlt? Es fehlt die Einbindung. Ja? Es ist ein schmerzliches Gefühl, nicht die Art von Kontakt haben zu können, die man eigentlich haben möchte. Es ist ein Gefühl, unfreiwillig allein zu sein. Na? Und dazu gehört noch, nicht nur ist man unfreiwillig allein und fühlt sich das schmerzlich an, sondern man hat auch den Eindruck, ich kann das nicht mehr verändern. Also ich bin allein und egal, was ich mache, ich komme nicht wirklich in einen Kontakt hinein. Ein Autor beschreibt das ganz schön, man sitzt wie hinter einer Scheibe und schaut dem Leben der anderen zu, den Paaren, den Freunden, die da in den Cafés sitzen und rumrennen, aber ich komme einfach nicht an die Menschen ran. Ja. Einsamkeit ist was anderes als freiwilliges Alleinsein. Also es gibt natürlich Menschen, die aus welchen Gründen auch immer für eine Weile mal gerne alleine sind, sondern Einsamkeit ist immer ein unfreiwilliges, schmerzliches Leiden daran, die Qualität von Kontakt nicht haben zu können, die man haben möchte. Das ist also wichtige Unterscheidungen, die hier zu treffen sind. Ja, Einsamkeit, so sagt man, ist nicht per se pathologisch, weil es gehört einfach mit zum Leben der Menschen auch mal einsam zu sein. Wenn man die Familie verlässt, wenn man einen neuen Beruf in einer anderen Stadt antritt, wenn man vielleicht mal ins Ausland geht, ja, dann wird man immer auch mal Einsamkeit erfahren, wenigstens für eine gewisse Phase. Und erfahrene Einsamkeit, auch vielleicht, wenn man sich von der Familie getrennt hat,
ist dann natürlich auch ein Anreiz, sich zu entwickeln, ein Anreiz, sich auf neue Menschen und Verhältnisse einzulassen. Und insofern ist Einsamkeit ein bisschen vergleichbar mit Angst. Ja, Angst ist auch nicht per se pathologisch, sondern das Erleben von Angst kann einen Menschen auch motivieren, sich zu entwickeln, auf Menschen zuzugehen, sich neueren Tätigkeiten und Optionen zu öffnen, also letztlich zu wachsen. Dennoch betrachtet man heute Einsamkeit zunehmend als ein Public Health Problem. Ja, das heißt also als ein strukturelles Risiko, das in der Art liegt, wie wir leben und das eine Eingangspforte sein kann für verschiedene psychische Erkrankungen. Gut, Einsamkeit ist immer auch kulturell geprägt. Also Einsamkeit wird unter den verschiedensten gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen anders erlebt. Also ein Beispiel, fand ich ganz spannend aus Mexiko. Da fühlen sich Kinder oft einsam, weil sie aufgrund der hohen Kriminalitätsrate auf den Straßen nicht mehr mit anderen auf der Straße spielen können. Und deswegen sind sie einsam. Ja? Also es ist eine ganz andere Art von Einsamkeit. Oder Afrikaner, die in Städten leben müssen, die vermissen ihre Tiere und den Kontakt so zu den Tieren und zum Dorf und zum Land, ja, und fühlen sich einsam, weil sie diese Naturerfahrung nicht mehr haben. Das heißt also, Einsamkeit ist immer verbunden mit bestimmten Rollen und altersbezogenen Praktiken, die man nicht mehr oder nur eingeschränkt wahrnehmen kann. Also man kann nicht mehr mit seinen Freunden zusammen sein, man kann nicht mehr spielen, man hat den Kontakt zu den Tieren nicht mehr oder zur Natur nicht mehr und deswegen fühlt man sich einsam. Also in unserem Kulturkreis könnte man sagen, ich fühle mich davon ausgeschlossen, zum Beispiel mit anderen einkaufen zu gehen oder mit anderen zu spielen oder mit anderen Menschen gemeinsam zu essen und dann fühlt man sich einsam. Das sind also kulturelle Praktiken, die davon betroffen sind. So von der Evolutionstheorie und auch so ein bisschen psychologisch werden so verschiedene Verbindungen hergezogen. Also eine ist, dass man sagt, also der Mensch ist halt ein soziales Wesen, wir sind aufeinander angewiesen, um uns zu entwickeln. Wir können uns alleine nicht entwickeln. Wenn wir alleine sind, werden wir krank. Ja, im Extremfall kriegen wir das, was man einen Kontaktmangel paranoid nennt. Also wir fangen an zu spinnen und seltsame Gedanken und Gefühle zu haben. Wir werden misstrauisch, wir ziehen uns zurück. Ja, das heißt also, wenn ich nicht im Austausch mit anderen bin, dann verändert sich eine Menge an psychischen Strukturen. Wir haben ein hohes Kooperationsbedürfnis. Also Menschen sind Wesen, die gerne zusammen mit anderen Menschen etwas machen. Ich sage das oft so in dem Feld, was bedeutet psychiatrische Pflege? Psychiatrische Pflege hat die Aufgabe, Menschen das Gefühl zu geben, zusammen mit anderen erfolgreich alltägliche Dinge machen zu können. Und diese alltäglichen Dinge haben einen heilenden Charakter. Es sind oft nicht die Medikamente oder die spezifischen Interventionen, sondern es ist das Gefühl, einen gelingenden Alltag wieder hinzubekommen und den mit anderen Menschen gestalten zu können, der einen Prozess der seelischen Gesundung in Gang bringt. Ja, dann natürlich insgesamt das Bindungsbedürfnis, nicht? Das besonders dann getriggert wird, ja, wenn ich mich einsam fühle. Also insofern sagt man, Einsamkeit stellt eigentlich eine Art Signal dar, ist ein Gefühl, das eine Signalwirkung hat und die uns sagt, du bist gefährdet, weil alleine kannst du nicht überleben. Und das motiviert uns natürlich dann eine sozial unterstützende Umgebung zu suchen und zu finden und etwas für unseren sozialen Körper zu tun. Also aus der Evolutionstheorie sagt man, Einsamkeit ist im Grunde genommen ein bindungsstärkendes Signal, eine schützende menschliche Umgebung wieder zu suchen und zu finden. Einsamkeit ist aber insofern auch schwierig, als das ist so die Schattenseite dieses Signals, dass je länger sie einsetzt, also je chronifizierter sie wird, dann beginnt so was wie ein einsetzendes Misstrauen. Ja, also wenn ich so einsam bin, dann fange ich unter Umständen an, eine Angst zu haben vor Kontakten. Vielleicht wollen die mich nicht oder fühlen mich aufdringlich oder vielleicht sehen die mich als seltsam oder verändert an und dann spricht die mal lieber nicht an und
Ja, vielleicht wollen die mir auch was Übles. Das heißt also, man ist dann empfänglich eher dafür, das Gefühl, das Verhalten anderer Menschen als feindlich zu deuten. Also je länger man einsam ist, desto mehr nennt man setzt etwas ein. Das nennt man so in der Psychologie aversive Hypervigilanz. Netter Begriff, nicht? Also eine feindliche Perspektive auf andere Menschen im Modus des Verdachts. Vielleicht wollen die mehr das, was. Und das verhindert natürlich, dass ich genau zu den Menschen Kontakt bekomme, zu denen ich eigentlich Kontakt will. Und ich gerate damit in so eine Art Teufelskreis. Also Einsamkeit noch einmal hat auf der einen Seite den positiven Aspekt, mich zu entwickeln, hat aber andererseits auch, bringt es die Gefahr mit, sich in diese aversive Hypervigilanz zu begeben. Ja, was löst Einsamkeit aus? Das sind bestimmte Risikofaktoren und man spricht von bestimmten Lebensereignissen und ein klassisches Lebensereignis ist schlichtweg die Erkrankung. Ja, man ist krank, man hat Schmerzen, man zieht sich zurück. Das ist so ein Ding. Und dann gibt es bestimmte Risikofaktoren. Also wenn ich zum Beispiel weggehe von zu Hause, wenn ich einen wichtigen Partner verliere, wenn ich bestimmte Verluste erlebe, wenn ich arm bin, wenn ich meinen Beruf verliere, wenn ich verrentet werde, also die bedingen das. Ne? Und es sind, so sagt man, vor allen Dingen junge Menschen, die davon betroffen sind. Das haben wir jetzt, glaube ich, alle in der Covid-Zeit auch so mehr oder weniger erfahren. Und alte Menschen über 75. Also nicht die jüngeren Alten, so bis 75, 80, sondern die alten Alten, ja, deren Partner sterben, die vielleicht ihre Wohnung verlieren, die finanzielle Einbußen erleiden, die vermehrt durch Krankheit auf einen kleinen Raum, also einen geringen Lebensraum, ja, Living Space nennt man das oft, ne, so, also der Raum, in dem ich mich bewege und wo ich zu Menschen gehe, also dieser Raum, der wird also geringer. Diese beiden Gruppen sind am meisten gefährdet, einsam zu sein, ja. Ja, und dann vielleicht noch so ein Aspekt, also neben den gesundheitlichen Einbrüchen sagt man, es ist auch schon eine sehr individualistische Kultur. Also eine Kultur, die vor allen Dingen darauf setzt, das Individuum zu optimieren, ist eher geeignet, so Menschen der Einsamkeit auszusetzen. Ja? Das heißt also, es betrifft uns, also die westliche Lebenskultur, die erzeugt Dynamiken, die eher dazu führen, dass man einsam ist. Es gibt durchaus Zusammenhänge auch mit spezifischen Erkrankungen, insbesondere der Depressivität und der Demenz. Und es ist nicht so sehr, dass die Depressivität oder Demenz zur Einsamkeit führt, aber dass die Einsamkeit ein Risikofaktor für Demenz und Depression ist. Ja, und da ist entscheidend die Einsamkeit in den mittleren Jahren. Also das ist so um die 50 herum. Wenn man also um die 50 herum einsam ist und das für eine längere Zeit und sich das chronifiziert, dann ist man eher dafür disponiert, entweder eine Depressivität zu entwickeln oder auch später eine Demenz. Also chronische Einsamkeit, geringe Bildung, heftiges Übergewicht, aber auch die verwitwete Position, all das sind mögliche Risikofaktoren auf dem Weg hin zu einer Depressivität und eventuell auch zu einer Demenz. Ja, Interventionen zum Schluss, was kann man denn tun? Ja, so, das ist ein weites Feld, was man so an Interventionen haben kann. Da gibt es so einmal gemeindebasierte Interventionen, nicht? Also Gruppen, die offen sind, wo man eingeladen wird, wo man zugehende Arbeit macht. Ne? Das hat sich eher bewährt für leichte Formen der Einsamkeit. Wenn die Einsamkeit sich aber einmal chronifiziert, dann erreicht man mit diesen gemeindenahen Interventionen diese Menschen nicht mehr. Und das hat was mit dieser aversiven Hypervigilanz zu tun. Ich traue mich schon gar nicht mehr, dahin zu gehen. Also dann ist man doch schon auf dem Weg, dass die Einsamkeit zu gewissen pathologischen Veränderungen führt. Ne? Ja, und die anderen Interventionen, die sind eigentlich ähnlich wie die bei psychischen Erkrankungen auch. Also Psychotherapie, Altersstrukturierung, Bewegung, Sport, Hobbys pflegen, sich um seine Gesundheit kümmern. Also die Dinge, die ich gleich schon eingangs genannt habe, also Altersstrukturierung, Emotionskontrolle, was für seine eigene Gesundheit tun, das sind meistens so Dinge, die dann empfohlen werden, um aus dieser chronischen
vor der Einsamkeit herauszukommen. Naja, und dann gibt es immer wieder eine Empfehlung, die auftaucht und die finde ich schon klassisch. Wer einsam ist, muss lernen, etwas Konstruktives für andere zu tun. Das ist doch interessant. Ja, also aus dieser Zentrierung, um mich selbst herauszukommen. Ich muss also im Grunde genommen anfangen, für andere Menschen nützlich und wichtig zu werden. Und das ist der Königsweg, um die Einsamkeit zu überwinden. Fazit. Also es gibt nicht direkt ein Rezept gegen Einsamkeit. Ja. Es scheint doch einiges am Temperament zu liegen. Temperament, das sind so die eher genetischen Grundlagen unserer Persönlichkeit, die wir nur sehr bedingt beeinflussen können, wenn überhaupt. Ja, dann neben dem Temperament gewisse Risikokonstellationen im Alter. Also wenn man immobil wird, wenn man an einer gewissen Schwäche leidet, wenn man Schmerzen hat, also solche Faktoren wie Fatigue, Ermüdung, Frailty, Gebrechlichkeit, ja, also kumulatives Defizit, die disponieren Menschen in der Hochaltrigkeit schon in Richtung Einsamkeit und dann auch Depressivität. Ja, wenn man einmal über längere Zeit einsam gewesen ist und diese sich chronifiziert hat, dann ist die insgesamt sehr schwer zu beeinflussen, weil die Social Skills so stark verkümmert sind, dass man aus dieser Schleife ohne professionelle Hilfe nicht mehr rauskommt. Gut, all diese Ansätze, die kreisen natürlich immer um das Individuum und da gibt es auch eine gewisse Kritik, ja, dass man sagt, also man fasst das Ganze immer nur als ein Problem des Einzelnen auf und der kriegt jetzt bestimmte Interventionen und Hilfen und dann ist er nicht mehr einsam. Und eine kritische Perspektive, die sagt, ja, wir müssen im Grunde genommen eher ansetzen, dabei Lebensformen zu entwickeln, die Menschen mehr in Kontakt bringen. Ja, sowohl in der Arbeit, wenn jetzt jeder nur noch vor seinem Bildschirm sitzt und dort seine Programme macht und seine Filmchen macht, wie ich das jetzt tue, das ist eigentlich nicht gut. Also man braucht Arbeitsformen und Lebensformen, die Menschen mehr in Verbindung miteinander bringen. Also Ansätze, sagen wir mal, für so multigenerationelles Wohnen, ja, für das Zusammenwohnen mit verschiedenen Menschen, mit unterschiedlichen Tätigkeiten. Häuser, in denen Menschen, die individuell arbeiten, so Workspaces haben und dort sein können, aber auch Austausch haben. Also Formen des Arbeitens und Lebens, die von dieser Individualisierung unserer Lebenswelten wegführen. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, ja, dass man wegkommt von der Individualisierung solcher Problematiken und sagt, ja, wir müssen eigentlich als Gemeinden, als Gesellschaft Anreize setzen, dass die Menschen sich ermutigt fühlen, mit sehr verschiedenen Menschen auf engem Raum zusammenzuleben. Das ist eine spannende Frage. Ja, gut, soweit mal heute mein Beitrag zum Thema Einsamkeit. Ich hoffe, Sie sind es nicht. Ich hoffe, Sie finden Wege, die Einsamkeit zu vermeiden. Ja, aber ich finde es ein spannendes Thema, zu dem wir uns mal positionieren wollten, weil es im Rahmen der gesamten Corona-Zeit doch sehr in den Vordergrund gerückt ist. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Gruß, auf Wiedersehen, Christian Müller-Herger.